Und herzlich willkommen zu Pixel Arc. Ja, ich, die Ideenschmiede und der Game Eagle. Servus. Das ist der Phil, den werde ich nämlich so die ganze Zeit nennen. Und er wird mich wahrscheinlich Chico nennen. Davon gehe ich aus, ja. Ja, wollen halt dieses neue, nette Game spielen, Pixel Arc. Sieht aus wie Straxel, spielt sich wie Arc und hat viele Elemente von Minecraft drin, ne? Basteln, bauen mit sehr viel Pixel und Dinosaurier reiten. Und, ich glaube, das wird unser Ziel sein, ne? Ja, genau. PvP. Vor Leuten verstecken. Genau. Wir müssen gucken. Wir haben nämlich keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Keine Ahnung. Deswegen joinen wir jetzt einfach mal. Und wir müssen uns jetzt sogar schon einen Server aussuchen. Das Gute ist, ihr könnt natürlich mit einsteigen auf diesem Server, den wir uns jetzt raussuchen, weil da bleiben wir bestehen. Wir nehmen natürlich einen mit einem guten Ping, ne? Wir nehmen einen mit einem guten Ping. Wollen wir Fury nehmen, um es ein bisschen interessanter zu machen? Da wechselt immer die Zeit zwischen Frieden und Krieg. Weil Pioneering Fury ist nur Frieden. Fury the Land. Nur Frieden ist doof, aber ein guter Ping ist natürlich ausschlaggebend, ne? Ausschlaggebend. Filter. Es gibt keinen. Also EU Fury the Land 1. 41er so. Ping, 70er Slot. EU Fury the Land 1. EU. Ich suche mal gerade nach Fury. EU Fury the Land 1. 53 von 70 mit 75 Ping. Ja? Bei mir ist es 41 Ping. EU Fury the Land 1. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal, wie es ist. Muss es wahrscheinlich sein. Also EU das Fury the Land 1. Gut, join. Warte, wow, ist er da. Und wir haben einen Ladebildschirm. Yeah. Aber man sieht, was man bauen kann, ne? Ich glaube, das dauert aber nicht so lange. Nee, das ist, ich habe einen schwarzen Bildschirm, habe ich. Gut. Gefällt mir. Ah ja. Echt? Charaktererstellung. Man muss dazu sagen, es ist ein Early Access Game, ne? Gerade rausgekommen heute an dem Tag, wo wir es hier bringen. Jetzt bin ich auch schon in der Charaktereinstellung. Ich glaube, ich mache irgend so einen abgefahrenen Dudeson. Alter, ich finde diesen Busch, die Buschhose ganz cool. Dudeson. Mit ein paar bösen. Oh komm, wir machen mal richtig abgefahrene Augenbrauen. Frisuren gehen gar nicht, ne? Ja, ich glaube, ich werde das erste Mal einen weiblichen Charakter spielen. Oh, warte mal. Schwarz oder weiß? Komm, wir machen mal komplett weiße. Der sieht richtig strange aus. Mach mal irgendeinen so einen abgefahrenen, bunten Jewelry-Style. Was für ein Jewelry? Hier habe ich keinen. Ich habe keine Jewelries. Ich kann sie auswählen. Ach doch. Da drüben an dem Ohr, das sind so kleine Ohrringe. Nice. Boah, muss man erstmal drauf kommen, ne? Warte mal, ich. Oh. Also die Augen sind ja gewöhnungsbedürftig in dem Spiel, ne? Ah, nehmen wir die hier. Ja. Wie nennen wir denn den Survivor? Dudeson. Ich glaube, ich habe schon das Passende. Also, oh ja, so sieht es gut aus. Oh, Hammer. Man kann ja das wirklich viel schon wieder einstellen, ne? Alter, ja, ich finde die Pfeife finde ich ganz cool. Passt aber nicht zu meinem Charakter gerade. Nee, das geht gar nicht. Okay. Ehrlich nicht. Ich bleib so. Du bleibst so. Und nennen tue ich mich Tiger Lily. Lily. Ja, so ist gut. Ich mach mal ein bisschen einen auf Popeye. Jetzt ist die Frage, welchen Rally Point nehmen wir zum Starten? 1, 2 oder 3. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. 1 ist bei dir oben in der Ecke, ja? Links oben? Ich kann, ja. Also hier links oben ist so eine Weltkugel und Die ganze Karte ist, glaube ich, die Karte. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Und das sind einfach die Plätze, wo wir spawnen. Und wir haben es wahrscheinlich auch noch nicht aufgeregt. Also ich wäre links oben beim Rally Point 1, richtig? Ja. Dann nehmen wir den, oder? Nehmen wir den, genau. Ich sehe zwar ein bisschen behindert aus, aber das macht nichts. Ah, halb so wild. Ich sehe dafür umso heißer aus. Okay, create new survivor. Wir müssen dann sowieso mal schauen, weil eigentlich sind wir ja unterschiedliche Spiele. Hätte ich das mal gesagt. Ja, aber vielleicht kann man irgendwas wie so einen Clan machen oder sowas. Ja, es gibt so Tribes. Wohl. Also ich habe so einen Pferdeschwanz und
bin weiblich und ich habe gerade Schaden genommen, als ich gelandet bin. Und ich habe keinen Schaden genommen. Ich bin auf jeden Fall direkt neben so einer Hütte gelandet. Ich auch. Da ist so ein großer Dinosaurier bei mir. Warte, ich habe es noch nicht gesehen, weil ich habe meinen Sound. Ist so Tribe ein bisschen... Governance. Dude, sonst Tribe. Wieder auch so einen großen Dinosaurier. Wo bist du denn? Tribe. So. Create new Tribe. Für Questbox, ja. Zack, okay. Manage. Finden wir alles noch raus. So, wo bist du denn? Ich möchte gerne mal jemanden einladen. Group List. Add new group? Nee. Ich möchte dich jetzt gerne dazu einladen. Freundesliste. Wo hast du die Freundesliste? Suche ich gerade. Ich hab keine Ahnung. Bauen, Tribe. Ich kann nämlich mein Tribe. Wie heißt du? Tiger Lily. Also Tiger und dann Lily. Ja, ich kann hier auf jeden Fall. Ich krieg die ganze Zeit ein schönes Tutorial angezeigt. Was ich machen kann. Ja, bei mir auch. Warte mal, hast du rote Haare? Ja. Ich komme. Ich hab dich gefunden. Kommt. Ich komme! Hier bei so einem kleinen Dinosaurier. Ja, so ein kleiner lila Dinosaurier. Ich renne ein bisschen behindert. Hallo, ja, ich renne auch ein bisschen behindert. Das könnte daran liegen, dass ich kurze Beine und lange Arme habe. Da, ey! Hallo! Na? Oh mein Gott. Hold for options. Irgendwas mit C. Warum soll ich denn kriechen? Ich weiß auch nicht. Hä? E, hold for options. Hold for more options. Was soll ich für more options holen? Keine Ahnung. And hold to interact. You can invite him or her to your tribe. Tribe. Hast du was bekommen? Oh, guck mal her. Ah. New Tribe. Nee. X. Ich will mich nicht hinlegen. Also irgendwie bin ich schon im Level gestiegen. Ich bin total überfordert gerade. Ich bin schon Level 2. Das macht nix. I für Inventar. Okay. Kann man hier diese Tutorial-Scheiße ausschalten? Mal gucken. Nö. Hat das mit dem Tribe? Nee, hat nicht funktioniert. Ich hab dich auf jeden Fall eingeladen. Activate Countdown 0. Auto-Chatbox, die kommt erstmal raus. Safe. Also sonst sieht man immer, was die Leute schreiben. Base Jump, okay. Die Auto-Chatbox, hast du die? Wo hast du die? Im Option-Menü. Gefunden. Unter Spiel. Der Game, glaube ich, war das. Auto-Chatbox. Aus. Ja, genau. So, hat man jetzt hier noch irgendwo das Tutorial? Weil das nervt ja auch ein bisschen. Wir wollen ja auf blauen Dunst überleben. Genau, ein Level aufgestiegen. Oh, man kann hier irgendwas scannen. Was kann man denn hier alles Schönes machen? Kann man was craften? Mit Rechtsklick kannst du die Dinosaurier scannen, um zu gucken, was das für welche sind. Ich glaube, ich mache erstmal... So, was haben wir denn hier? Ja, ist wie arg, ne? Auch vom Crafting-Menü her und so. Ja. Oha, da haben wir schon das Crafting-Ding. Ich suche jetzt nur gerade. Halt, ich will den Chat. Ich möchte, dass der Chat wieder sich schließt. Ja, man merkt gar nicht, dass wir hier auf blauen Dunst reingekommen sind. Ne? Nee, überhaupt nicht. Aber das gehört dazu. Moment, Inventar nochmal aufmachen. Jetzt ist der Chat auch weg. Ich würde gerne mal meine Punkte sehen. Ach da, ich kann nur Leben, Stamina, Oxygen, Food, Water, bla 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 bla. Dieser blöde Auto Hide Enable, dieser blöde Chat geht immer noch auf. Hast du auch gesaved? Chat, Auto, Chatbox. Vielleicht nicht. Ich hab Scheiße gefunden. Vielleicht hast du gerade geschissen. Nee, hey, ich hab Scheiße gefunden. Ich würde dich ja gerne damit beschmeißen, aber irgendwie. Nee, lass mal. Doch. Wo schmeißt du gerade? Ah, das ist wahrscheinlich der Lag, von dem die Leute im Chat gerade geschrieben haben, dass hier die Kacke fünfmal hin und her geflogen ist. ich lade dich jetzt nochmal in den Tribe ein. Ja. Der Tag ist in Other Tribe, steht bei mir. Hast du ein Tribe erstellt? Hab ich? Weiß ich nicht. Wenn du Escape drückst, kannst du auf Tribe Governance gehen. Leaf Tribe. Achso, ja, ich habe meinen eigenen Tribe geöffnet. Achso, so. Dann Invite.
Accept. Yeah, wuhu. Leute. Okay, und jetzt? Will ich meine Scheiße wieder haben. Ich sammle hier erstmal Essen. So, warte halt. Warte. Ach, Essen muss man auch, ne? Oh, Essen muss man auch, ja. Crafting. Was brauchen wir denn für eine Axt? Holz. Für eine Spitzhacke? Holz. Für eine Waffe? Holz und Fiber. Fiber? Keine Ahnung. Fiber, ja. So, die kriegst du überall aus den... aus diesen Büschen raus. Kann man auch dieses Gras aufsammeln? Oh, tatsächlich. Echt? Kann man? Ja, diese kleinen Grasbüschel kannst du aufsammeln. So, wie hacke ich Holz? Wahrscheinlich mit der Faust, wie in jedem guten Survival-Game. Richtig. Am Anfang werden die Bäume mit der Hand gefällt. Ich mach mal den hier. Ja, hier steht einer. Der ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen K.O. Also entweder ist er bewusstlos. Einer? Hier, direkt bei mir. Er hat Sterne im Kopf und schläft. Steh dich leider ja nicht auf der Karte irgendwie, glaube ich. Ich bin direkt neben dir. Was? Ach da! Ja. Ach da! Oh, mit... voll übersehen. Mit M kommt man nicht... Da kommt man schon auf die Karte, aber man kommt auch gleichzeitig irgendwie ins... in die First-Person-Ansicht. Also ich komme mit der... mit dem Mausrad klicke, komme ich darüber. Bob, Level 1. Mit dem Mausrad? Eine geben? Nein, der arme Bob. Ich guck mal, das sind schon Sterne, Alter. Hammer. Ach. So, wir wollen eine Axt haben, ne? Genau. Müssen wir hier vorankommen. Oh, guck mal, das dicke Ding da hinten, das will ich jetzt schon haben, ne? Was hat das hier? Active. No Gender. Wild. Da gehe ich mal ein bisschen außen rum an dieses No Active Gender Wild Flugtier mit roten Augen. Ich weiß nicht, rote Augen finde ich immer ein bisschen... seltsam. Level up is available. Access inventory to apply points. Access inventory. Was? Punkte vergeben? Leben, oh ja. Stamina. Schon weg. Okay, es laggt tatsächlich ein bisschen. Was in der Tat. Das Spiel laggt. Echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das merkst du auch so nicht. Das ist ja schon mal... Oh, doch. Ja, vom Teufel spricht. Change View. Ah ja, mit der das Mausrad klicken. Wie gesagt, es ist ja gerade erst rausgekommen. Es kann natürlich sein, dass ja... Ja, wenn das jetzt mehrere Leute spielen oder viele Leute spielen, dann ja, ist vielleicht einfach der Server ein bisschen überlastet. Man weiß es nicht. E-Access Inventory, hier liegt einer. Was liegt da? Einer auf dem Boden. Item. Ich nehme einfach mal hier noch so ein paar Bären mit. Take all. So. Oder war das Bob, den du umgeboxt hast? Nee, der hat hinten gestanden, ne? Weißt du, wie der hier heißt? Joey, Level 2. In 8 Minuten 40 ist er fertig vergammelt. Alter, Joey, was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Die Kiste da rumgestanden. Ich mein Joey. Joey, weiß ich, was Joey gemacht hat. Was ist denn das Leuchten? Hier, da rennt einer durch. Was? Ja, ist einer durchgelaufen. Ich bin total überfordert hier. Was ist denn das hier? Das ist ein Leuchtgerät. Fight an electric difficult. Das ist ein Questgeber. Eine Quest-Mailbox, ja. Steuerung Q, um die Quest-Übersicht aufzumachen. Und die Quests, die aktualisieren sich jede Nacht um 24 Uhr oder um 0 Uhr. Und mit der Karte können wir sehen, wann die Quests aktualisiert werden. Und... ja, wir müssen quasi zu dieser Questbox wieder zurück, um die Quest abzugeben. Okay, ich bin jetzt schon froh, dich dabei zu haben, weil ich habe keine Ahnung. Was müssen wir denn machen? Ich weiß nicht, also die Quest, die du aufhast, da müssen wir Relikte finden in der Welt und wir müssen so eine Relikt-Schatzbox finden, eine Relic-Treasure-Box, wo die jetzt ist. Aber guck dich mal um, hier sind doch überall so komische abgefahrene Laserstrahlen in der Luft. Vielleicht... Ja, das ist ja von Ark. Ja, genau. Aber ich habe Ark nie gespielt. Ja, ich habe es auch nur angespielt, aber ich weiß nicht, ob nicht vielleicht ein paar Teile so ein bisschen Questbezug haben. Ich drücke jetzt einfach mal M, um dieses blöde Tutorial ein bisschen wegzudrücken. So, wo sind wir denn? Kann man denn hier irgendwie mit der Maus noch irgendwie was... Nein, man kann nichts bedienen. Da ist nämlich farbig markiert, was wir. Hast du die Quest jetzt angenommen? Keine Ahnung, wie nimmt man die an? Open Quest Manager, Steuerung Q. You haven't accepted a quest yet. Nee. Ja,
dann hin da. Meine Quest annehmen. Nehme ich die denn an? Lackel, 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 lackel. E-Accept Quest. Gedrückt halten. Nach oben. Akzeptieren. Find a Relic Treasure Box. Das ist bei mir rechts abgeschnitten. Warum? Ist das bei dir auch rechts abgeschnitten? Was? Hast du mit E schon angenommen? Ich kann mit E nicht annehmen. Bei mir steht nicht mehr E. Aber ich kann Wasser kannst, trinken, wenn ich im Wasser stehe. Du kannst, wenn du geh mal näher hin, dann müsste eigentlich E kommen. Accept Quest, Genau, und dann gedrückt halten und dann nach oben ziehen. Okay, jetzt hat er's. So, und jetzt habe ich. Der Text rechts, ist der bei dir auch abgeschnitten? So nach Box kommt noch irgendwas in Klammern. Ja, das ist hier die Schwierigkeitsstufe 3 ist das. Ja, aber ist das bei dir abgeschnitten? Ja. Aber das okay. Siehst du hier an dem hier, wenn du da guckst, ja. Ist genau derselbe Text. Okay, try to find the relic treasure box. Ja. Ja, guck mal, da hinten brennt doch Licht. Weil wir haben Hunting Quest, so Collection and Planting Quest, Crafting Quest, Creature Taming Quest und Go Exploring. Ha, guck mal hier. You are hot, you should find some place to cool down. Enter Passwort. Wir sind in der Wüste gelandet. 1, 2, 3, 4, 5. Wohl jemanden liegen lassen. 1, 2, 3, 4. Einfach für die Welt. Irgendwie habe ich schon wieder ein Level bekommen. Kann es sein, dass wir einfach leveln, dadurch, dass wir da sind? Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal wieder hier zurück, ein bisschen in angenehmere Gefilde. Ja, ne, es ist ziemlich gefährlich da. Es ist ganz schön heiß, ja. Ja, keine Ahnung. Also dieses, das Symbol ist ja so lila, ne? So Go Exploring. Aber ich glaube, die, diese Boxen, die du da auf der Karte siehst, das sind nur die Questboxen, also wo du diese Quest annehmen kannst. Wenn ich in tiefem Wasser stehe, kann ich mit E was trinken. Hab ich gemacht. Alter, guck mal hier kann man sich Hüte machen. Hüte? Hier hat jemand eine Werkbank stehen lassen. Ach so, ja gut, das ist wahrscheinlich wegen dem Startgebiet. Ja. Aber wir wollen ja gar keinen Hut machen. Wir wollen jetzt erstmal Holz. Genau, wir wollen erstmal ein bisschen Holz sammeln. Die Frage ist, bauen wir dann schon so ein Hütchen irgendwo hin oder versuchen wir jetzt erstmal so eine komische Kiste zu finden? Ich habe keine Ahnung, du. Wie gesagt, ich bin total überfordert. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal ein bisschen was, weil ohne Material können wir eh nicht machen. Nebenbei können wir ja erkunden. Weil ich glaube, die Leute wollen ja auch ein bisschen was von der Karte sehen. Guck mal da. Davon gehe ich aus. Aber da ist. Das ist wieder so ein Langhals. Da hinten explodiert es aber hinter dem Langhals. Wird der angeschossen? Natürlich sein. Ich glaube, die versuchen den gerade zu töten. Oder der da oben ist es. Auf der anderen Seite steht einer. Ja, ich glaube, der schießt die ganze Zeit auf den Clean. Aber der kommt ja auch nicht mehr raus. Das ist ja schon unfair irgendwie, ne? Pass auf, dass der dich nicht frisst. Am Ende bist du weg. Lob. Ich glaube, die sind das dann Pflanzenfresser. Die fressen mich nicht. Ja, aber deswegen greift den wahrscheinlich der ist sauer. An. Guck, der ist sauer auf dich. Der ist wirklich sauer, aber nicht auf mich. Thatch Foundation, El Penetrator. Oh Mann, ey. Da war wieder einer kreativ. So, jetzt ist aber immer noch die Frage. Ich gehe mal ins Craft-Menü und schau mal nach einer Axt. So, wenn ich jetzt die Axt Craft-Item, brauche ich 3 Holz. Craft-Item. Und ich habe eine Axt, hurra. Jetzt kann ich bestimmt schneller. Meine Nase juckt die ganze Zeit, verdammt. Ich denke auch die ganze Zeit an dich. Oh, das ist natürlich ja, ne? Schön. Das ist richtig nett von mir. Guck mal hier ist Eisen oder sowas. Ja, ich mache jetzt mal noch schnell eine Picke. Craften. Und ich mache mir noch so einen Prügel. Achso, nee, das ist Flint. Aber das brauchen wir auch für irgendwas eben von den Anfangssachen. Ah, das ist das Zeichen Rucksack. Ah, da muss man also aufpassen, dass wir nicht zu überladen sind. Muss man das Spiel wieder lauter? Das ist so ein bisschen eine Einstellung her. Entspannte Musik. Ja, jetzt höre ich sie auch. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das hören. Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr meine Musik hört. Weil wir haben die Einstellung auch gar nicht getestet, ne? So wirklich.
Nee, also ich zumindest nicht. Das ist aber wie bei jedem Spiel einfach grundsätzlich zu laut am Anfang. Ja, das ist so eine Einstellungssache, aber ganz schön schwierig. Das rumpelt. Der ist ausgestiegen aus seinem Loch. Der tritt ja, glaube ich, gerade ein bisschen rum. Oh, ich glaube, der wird gerade ein bisschen wütend. Ja, bestimmt, weil er Sauropod heißt. Er ist ein saurer. Ein saurer Pod. Das klingt sehr logisch. Das ist, glaube ich, ein kleiner Baum, ne? Was, wo geht er hin? Baden. Ja, das Monster von Loch Ness. Kann man tauchen? Ja, man kann tauchen. Mit Sicherheit. So, jetzt, müssen wir vielleicht einfach. Charakterinfo. Engramm. Irgendwas bauen. Structure. So. Storage Box. Irgendwas bauen. Crafter. 40 Engramm-Punkte brauche ich. Ah, nee, ich habe 40 Engramm-Punkte. Ah, und da sind und ich brauche drei. Ja? Und ich brauche drei. Genau, dann mache ich mal hier noch eine Wand. Und eine Decke. Und eine Tür. So, theoretisch könnten wir jetzt schon. Also eine Wand, eine Sleeping Deck und eine Tür hast du genommen. Ah, ein Single-Use Respawn Point. Dann mache ich mir mal noch einen Respawn Point. Und Lagerfeuer ist bestimmt nicht schlecht. Von den unteren kann man noch gar nichts, ne? Ne, die sind von den Leveln zu hoch. Das ist nur ein Primitiv-Skill, ne? So, wir können auf jeden Fall. Ach, das ist ja eigentlich. Ne, das ist alles nur Primitiv. Wir sind primitiv. Guck mal hier, Sattel gibt's auch schon, ne? Ja, wird hier das Wetter gerade schlecht, weil irgendwie zieht Sturm auf. Ja, ich höre es nur. Mal gucken, was sie auch an Sachen brauchen hier. Das sieht man ja auch schon. Aber du hattest ja irgendwas vom Teleporter gehabt, ne? Teleporter? Nein, Teleporter hatte ich keinen. Hast du nicht irgendwie, was du was gesagt hast? Nee. Irgendwas knurrt hier? Ich kann auf jeden Fall, wir brauchen Leder. Wir müssen irgend so ein friedliches Tier da mal umknüppeln. Was bist du denn da? Also, warte mal, ich muss jetzt auch noch irgendwas skillen, deswegen, wo stehen denn die Skillpunkte? Da unten, okay. Verstehe. Da, 40. Okay. Slow Motion! Wie habe ich das jetzt gemacht? Hallo? Ich bewege mich nur noch in Slow Motion vorwärts. Echt? Ja. Hast du vielleicht C gedrückt? Weil ich Nee, ich laufe wirklich, versuche mal zu laufen. Ich habe gerade eine durchgestrichene Hand bekommen. Durchgestrichene Hand? Bist du zu schwer? Ich weiß nicht, mein Rucksack. Der Rucksack auf der rechten Seite, ist der gelb bei dir? Nö, der ist fast ganz unten. Ich habe aber irgendwas gedrückt. Gerade. Was habe ich denn jetzt? Ach, echt jetzt? Du kannst irgendwie. Aber wie lerne ich die Dinger denn? Nee. Aber Doppelklick, okay. Genau. Oder du kannst unten dann draufklicken. Unten rechts siehst du deine Engrammpunkte, wie viel du hast und bei dem Skill steht, was du brauchst dafür. Ich würde sagen, wir suchen uns dann einfach mal ein hübsches Fleckchen, wo wir mal so ein bisschen so eine kleine Hütte hinbauen können. Ja, würde ich auch sagen. Wo wir dann craften können. Nehme ich denn? Was hast du genommen? Hast du die Fundamente schon genommen? Ja, genau. Ich habe also quasi fürs Haus bauen, das habe ich schon gelernt jetzt. Alles? Ja. Ich meine, das ist ja nur aus Stroh. Hast du die Leiter auch genommen? Nee, Leiter noch nicht. Dann nehme ich die Leiter. Und den Speer nehme ich noch hinterher, damit wir noch eine Waffe haben. Und dann gehe ich noch auf Rüstung, würde ich sagen, ne? Dann kann ich uns das ja bauen. Zum Beispiel, ja. Ich sammle hier gerade noch ein bisschen so. Gras ein. Wollen wir dann so ein bisschen uns irgendwo in den Berg reinbauen, dass man uns nicht gleich findet? Man kann die Tür abschließen, glaube ich. Ja, aber man kann ja bestimmt auch einfach die Wand kaputt schlagen. Das bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ja, verstecken ist immer gut.
Wenigstens am Anfang. Ja. Was ist das hier? Das ist wieder Flintstone, ne? Ja. Wollen wir einfach ein bisschen von dem Startgebiet weggehen? So nach Osten. Gehen wir nach Osten einfach mal. Warum ist hier so viel Sturm? Das ist ungemütlich. Mir ist kalt. Woran siehst du das? Was hat da gestanden? Dass mir kalt ist. Ja, warte, hab ich's überlesen? Wahrscheinlich. Das war fettrot in der Mitte gestanden. Achso, ist ja auch gerade mal 15 Grad gewesen, das Wasser. Ja. Oh, konntest du nicht, cool. Konntest du nicht eigentlich mit der rechten Maustaste scannen? Ja. Aber jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Ja, bei mir geht's nämlich auch nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder was gegessen, aus Versehen. Sowas wie eine Schaufel gibt's nicht, ne? Oh, jetzt habe ich den mit Scheiße beschmissen. Du machst aber auch Sachen. Warte mal. Nö, ich kann nicht mehr scannen. Doch, jetzt wieder. Irgendwie muss man die Sachen aus der Hand legen. Wie hast du die Sachen aus der Hand gelegt? Nochmal drücken, einfach? Ich habe mit dem Zahnrad einfach rumgespielt. Ah ja, einfach nochmal drücken. Okay. Was denn? Was genau drücken? Ja, einfach die Taste nochmal drücken. Welche? In der das Ding ist, was du in der Hand hast. Achso. Ah, okay. Ich baue jetzt hier einfach mal so ein bisschen nach unten. Was? Du willst ein Loch buddeln? Ich dachte, wir buddeln uns einen Berg. Ja, ist doch hier. Ist doch kein Berg, das ist nicht mein Hügel. Ein Bergchen. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Ich stecke fest. So, jetzt. Ja gut, die Berge sind weit weg, ne? Denn das da vorne? Das glaube ich ja ein Portal gefunden. Das könnte ein Portal sein, ja. Aber ich würde sagen, dann gehen wir einfach hier an den Fußberg einfach mal so ein bisschen rein. Das sieht aus wie eine Winterlandschaft. Weiß nicht, ich verprügel gerade einen Hasen. Aber irgendwie... Ich hau mit dem Knüppel. Der ist Level 22. Der ist rot. Oh. Owner Maximus. Oh, der gehört jemandem. Entschuldigung. Hoppla. Hoppala. Komm vor. Ja, kann mal passieren. Ja, dann lass doch einfach mal eben schnell hier so eine Hütte hinzimmern. Hier so? Da so. Ich mache ja gerade so ein bisschen ein Loch in den Berg. Da habe ich schon mal Holz. Du kannst ein bisschen Gras ansammeln. Achso, du hast ja nur Stroh, ne? Genau. Ja, ich hab auch nur Stroh. Den Rest müssen wir erst noch lernen. Gut, dann sammeln wir mal Gras hier. Auf jeden Fall kommen wir hier auch direkt an Stein dran. Das ist nämlich unter dem ganzen Dreck drunter. So. Ich hoffe mal, dass ich das kaputt machen kann. Das stimmt. Stein? Ja. Dauert noch sehr viel länger. Kann natürlich sein, dass die Spitzhacke nicht viel bringt, ne? Ja. Oh, ich glaube, hier ist ein Fuchsaurier. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das sieht aus wie ein Fuchsaurier. Treffe ich dich noch? Nein. Was? Schmeißt du mich mit Dreck oder was machst du? Ich schmeiß dich mit Dreck nach dir. Aber ich habe den Stein hier nicht getroffen, irgendwie. Vielleicht muss man da besser auf der Ego-Perspektive arbeiten. Weil man also dann. Ich bin nur Ego-Guard. Okay. Ja, ich war die ganze Zeit in der dritten Position, aber mit der Ego-Ansicht trifft man tatsächlich auch einfach ein bisschen besser. Ja, das ist natürlich ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, eine ewige. Vielleicht können wir mit Stamina Stärke, Damage, Crafting Speed. Ich erhöhe mal meinen Schaden ein bisschen. Habe ich nicht drei Sachen gebaut da? Struck
Structure. Nein. Produce. Stone Pickaxe. Was braucht man dafür? Level 10 braucht man dafür. Für die bessere Axt. Ja, für die Steinpicker muss man Level 10 werden. Achso, ich bin erst 7. Hey, wir haben unsere Erfahrung geteilt. Oder wir teilen unsere Erfahrung immer noch. Ja, wenn ich wüsste, wo ich die Teile herkriege, ne, um die Sachen zu bauen. Was für Teile? Ich brauche... Achso, Rock ist das. Den hast du, ne? Warte Rock mal. Hab ich, ja. Komm mal rein und helf dir kurz. Ich mach grad mal hier schnell eine Tür. Also die Wand können sie auf jeden Fall einreißen, ne? Das müssen wir alles verkleiden hier. Ja, ja. So, Alter, das ist doch schön. Wer braucht das denn, Alter? Ja, dann hacken wir uns mal tot, ne? Genau. Hacke Peter. So. Ich glaube, ich trinke mal einen Schluck derweil. Zum Glück braucht man nur eine Hand, um das Zeug hier abzubauen. Willst du auch einen Speer haben? Oder hast du den selber geskillt? Auch den habe ich jetzt auch geskillt, aber du kannst gerne einen bauen, wenn du magst. Mach nur einen Stein, dann geht's gleich los. Zack. Crafting. Ah, nicht hinlegen. Was war Crafting unter I, ne? Ja, genau. Hä? Ich dachte, das wäre mein Stein gewesen. Den hast du bekommen. Frechheit. Oh, wir haben die 30 Minuten erreicht. Es ist Feierabend. Feierabend, aber wir sind doch mitten dabei. Set-Pin-Code. Ja, Set-Pin-Code. Nächste Folge 4321. Pin-Code 4321. Also, jeder, der das Video guckt, kennt jetzt unseren Pin für unsere Hütte, die wir in den Felsen treiben. Nein! Das ändert doch! Okay. Also, dann würde ich sagen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.